Wir sind in der Salzburg Arena bei den Papas Amadeus Horse Indoors und selbstverständlich gehört der Dressurreitsport hier dazu. Es gehört traditionell auch der Salzburger Dressurreitsport dazu. Papas Salzburger Dressur S-Cup und hier steht die Siegerin, Diana Porsche, herzlichen Glückwunsch, mit Porsches Eloy an den Start gegangen. Ihr seid ja noch nicht so lange ein Team. Wie ist die Partnerschaft bei euch? Ja, ich habe den Eddie jetzt seit Mai und bis jetzt hat immer alles perfekt geklappt und er arbeitet immer super gut mit. Es ist sicherlich eine besondere Herausforderung, in einer Halle wie dieser in der Salzburg Arena zu reiten. Was für Gefühle hast du da drinnen gehabt, wie du heute unterwegs warst in dieser Prüfung? Ja, es war total überwältigend, wenn man in so eine Kulisse kommt, das erste Mal oder jetzt schon das zweite Mal. Aber wenn der Eddie so gut geht, dann haben wir eigentlich immer ein gutes Gefühl. So, und jetzt einmal generell zu dieser Möglichkeit für Salzburger Reiter, also wirklich hier lokal Matadoren in dieser Halle zu reiten. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das generell für den Reitsport? Ich finde es total gut, dass die Salzburger auch eine Chance haben, dass sie in der Arena reitet, wenn es schon in Salzburg ist. Und es ist voll die große Ehre, da, dass man da reiten darf. Und es macht aber auch Spaß. Ja, total viel Spaß. So, jetzt geht es natürlich dann spätestens nächstes Jahr weiter. Was für Ziele hast du dir gesteckt? Auf jeden Fall die Qualifikation zur Europameisterschaft und dann eine gute Platzierung dort. Dann drücken wir dafür auf alle Fälle die Daumen. Dankeschön fürs Kommen in die Salzburg Arena und noch einmal Gratulation zu diesem Sieg. Dankeschön.